Beim zweiten Lauf des ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring starten zwei Corvette in der vorderen Reihe. Pole-Setter ist Marvin Kirchhoeffer, Markenkollege David Jahn daneben. Beim Start verteidigt Kirchhoeffer die Führung, im hinteren Feld scheppert's dagegen gleich gewaltig nach Kurve 1. Das Rennen wird unterbrochen. Nach dem Restart ein Duell auf der Start-Zielgeraden. Dries Fantor im Audi mit Überschuss überholt den Mannfilter-Mercedes von Philipp Ellis, Platz 12 für Land Motorsport. Auch in der nächsten Szene ist Fantor wieder involviert. Fantor sieht eine Lücke und stößt gegen den roten Ferrari von Luca Ludwig. Ludwig dreht sich nach diesem Schubser und fällt erst zurück, muss dann sogar seinen Renner in der Box abstellen. Thomas Preining auf Platz 3 im Porsche. Maximilian Götz ist schneller unterwegs und kassiert den Herbert Motorsportpiloten. Preining anschließend mit Problemen, muss wegen heftiger Vibrationen in die Box. Die Boxenstops. Donche jetzt für Götz am Steuer, der zuvor zwei ganz starke Runden hatte und genau das wird hier belohnt. Rückkehr auf die Strecke auf Platz 2, Sven Barth und David Jahn in der Corvette nur noch Dritte. Mirko Bortolotti im grünen Lamborghini setzt hier den Cut innen rein gegen Max Hofer. Der Audi kann den Stier nicht aufhalten. Der Lambo ist eine halbe Wagenlänge vorne und krallt sich Platz 6. Kurz vor Schluss Patrick Niederhauser gegen Sven Barth. Barth kommt nicht richtig gut rüber, das Fahrzeug wird leicht unruhig und der Audi schiebt sich tatsächlich noch vorbei am US-amerikanischen Dampfhammer aufs Podium. Vorne bleibt aber die Corvette von Marvin Kirchhoeffer und Markus Pommer. Das Duo holt sich 25 Punkte und gewinnt damit die Hälfte aller Meisterschaftsläufe der bisherigen Saison. Platz 2 in Spielberg geht an Maxi Götz und Indy Donche.